Henry Seifert ist Schäfer, ein besonderer Schäfer, ein Pionier. Die Schafe auf seiner Weide bei Grimma gehören zur seltenen Rasse der Blue-Faced Leicester aus Wales. Sie kamen nach einer langen, beschwerlichen Reise per LKW nach Sachsen. Solche Strapazen wollte Seifert seinen neuen Zuchtböcken nicht mehr zumuten. Da fand sich die Idee, dass wir die mit einem Privatflugzeug fliegen können. Und ein Privatflugzeug bietet Platz für 6-7 Personen, also doch wohl auch für 2 Schafe. Statt des langen Transports auf der Straße quer durch Europa, einfach fliegen von Wales nach Deutschland. Besser für die Tiere. Nur das Veterinäramt sieht das anders. Wer hat denn schon von fliegenden Schafen gehört? Also schreibt das Amt Herrn Seifert einen Brief mit vielen Auflagen. Zum Beispiel müssen Pausenzeiten beim Transport glaubhaft belegt werden. Es gibt keine Pausezeiten beim Lufttransport. Warum nicht? Weil Flieger abstürzen, wenn sie eine Pause machen. Ja, gut, dann lieber keine Pause. Einfach direkt durchfliegen, auch wenn das den Vorschriften widerspricht. Und so schaffen es die beiden Zuchtböcke nach Sachsen. Dort bekommen sie ihre Namen. Dieser Bock etwa heißt Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, Pionier der Luftfahrt. Hä? Demnächst möchte Herr Seifert wieder Schafe fliegen und es gibt neue Auflagen. Wahrscheinlich versteht das Hilly viel, viel besser, als ich das verstehen kann. Ist auch viel Englisches dabei, ne, für ein englisches Schaf. Konkret muss Seifert zum Beispiel vorweisen: Eine Genehmigung zur Durchführung von gewerblichem Luftverkehrsbetrieb gemäß Anhang 4 der EU-Verordnung 965/12, genannt auch Air Operator Certificate. Mit diesem Certificate kann Seifert dann nicht nur Schafe, sondern jegliche Tiere transportieren. Aber ich will nicht jegliche Tiere transportieren, sondern nur Schafe. Und die Genehmigung wird auch nur für Schafe beantragt und auch nur für Schafe ausgestellt. Und Schafe kommen in dem Lehrgang überhaupt nicht vor. Zusätzlich muss Seifert Notfallpläne bei schlechten Straßenverhältnissen anfertigen. Ja, auch beim Fliegen. Wir lehnen lange Straßentransporte ab. Also haben wir nur den Flieger? Und jetzt kommt das Veterinär und sagt, ja, dann haben Sie ja gar kein Fahrzeug für lange Transporte. Das ist richtig. Wir brauchen auch keins, denn wir wollen ja fliegen. Große Visionen zeichneten alle Pioniere der Luftfahrt aus. Charles Lindbergh kann ein Lied davon singen. Denn sein Schäfer hat einfach Bock zu fliegen.